Liebe Zuschauer, es ist Donnerstag, der 14. April 2022. Ich begrüße Sie aus der Hansestadt Wismar. Und an meiner Seite der Bürgermeister von Wismar, Thomas Bayer. Herr Bayer, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und nochmal das Gespräch führen können. Wir möchten Sie heute abholen in Ihrer Funktion natürlich als Vorsitzender des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern. Vertreten Sie die Kommunen und die Kommunen des Landes ja vor allen Dingen. Nicht so sehr die Landkreise, aber die kleineren Gebietskörperschaften sind das. Ja, in der Tat. Also die Städte und Gemeinden, so wie es der Name sagt, die Landkreise haben ja einen eigenen Verband, nämlich den Landkreistag. Und das wäre meine erste Frage. Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Städten, Gemeinden und den Landkreisen im Moment vor dem Hintergrund natürlich der nächsten Krise, die uns ereilt hat, die Ukraine-Krise, die Flüchtlingskrise natürlich, verbunden mit diesem schrecklichen Krieg? Ich glaube, das ist auch etwas unterschiedlich von Kreis zu Kreis. Aus dem einen oder anderen Kreis, das möchte ich jetzt aber nicht konkretisieren, hören wir auch kritische Anmerkungen von den Kolleginnen und Kollegen. Ich kann aus eigener Erfahrung hier, was Nordwestmecklenburg betrifft und auch Ludwigslust-Parchim, auch von dort habe ich das so gehört, sagen, dass die Zusammenarbeit sehr eng ist. Die muss auch eng und gut sein, weil dieses Geschehen, die ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine, das ist sehr dynamisch, das verändert sich. Es werden ankommende Geflüchtete gemeldet, dann kommen sie nicht tatsächlich oder plötzlich stehen abends Leute vor der Tür. Da muss man auch, ich sage jetzt mal, verlässliche Arbeitsstrukturen haben, genau die Ansprechpartner kennen, auch in den Städten und Gemeinden. Und bei uns, kann ich sagen, funktioniert das leidlich gut. Es gibt immer Reibungen. Es gibt manchmal auch Dinge, die nicht ideal sind, gerade auch aus Sicht der Geflüchteten. Und dann muss so etwas angesprochen werden und dann nachgesteuert werden. Also wenn Sie den Gesamtüberblick fürs Land hören wollen, etwas unterschiedlich. Meine Erfahrungen sind positiv. Ja, wir hatten ja auch ein Team mit an der ukrainisch-polnischen Grenze von Wismar TV. Wir haben einen Konvoi aus Wismar begleitet, der über Egger-Mitarbeiter mit organisiert waren, hatten auch selber einen Bus gestellt. Aber da haben wir das auch mitbekommen, dass es ein bisschen chaotisch war. Wir haben auf Flüchtlinge gewartet, die wir mitnehmen wollten nach Wismar. Das war vorher geklärt, aber die kamen dann nicht und so weiter. Aber wie verläuft die Aufgabenteilung denn auch mit den Landkreisen, auch mit dem Land und den Gemeinden und Kommunen? Also die eigentliche Aufnahme erfolgt natürlich erstmal über die Landkreise, die auch Notaufnahmeeinrichtungen aufgebaut haben, teilweise Sporthallen, aber auch Unterkünfte in nicht genutzten Hotelanlagen und Ähnlichem. Aber dann geht es ja nachher weiter. Es geht darum, dass die Geflüchteten dann auch in Wohnungen kommen. Da wird dann zum Beispiel bei uns in der Stadt zusammengearbeitet mit der Wohnungsbaugesellschaft oder mit den Wohnungsgenossenschaften, aber natürlich auch mit privaten Vermietern, also mit dem gesamten Spektrum von Wohnungsvermietern. Da ist es wichtig, dass die Leute sich gegenseitig kennen. Das muss nicht über mich laufen, nicht über den Bürgermeister. Ich halte zwar den Kontakt und nehme Rücksprache, aber die Ansprechpartner sitzen in den Unternehmen. Dann geht es weiter. Es sind sehr viele Kinder da. Es beginnt jetzt die Aufnahme in den Kindertagesstätten und vor allen Dingen auch die Beschulung der Kinder. Da sind auch wieder viele gefragt, die Schulträger, also wir, die Städte und Gemeinden, aber auch die Landkreise. Dann sind die staatlichen Schulämter gefragt, das Bildungsministerium. Das ist eine Herausforderung, die zurzeit noch relativ gut gemeistert wird, weil auch noch gar nicht so viele Kinder in den Kindertagesstätten angekommen sind und auch nicht in den Schulen. Aber es kommen immer weiter welche und dann wird es nachher auch zur Herausforderung, der wir uns zu stellen haben, allesamt. Ja, diese Herausforderungen sind natürlich auch mit Finanzen verbunden. Wie ist da der Zufriedenheitsgrad in den Städten, Gemeinden? Sagt man da, okay, Landkreise bedenken das, kalkulieren das mit oder werden die Lasten ihnen überlassen? Naja, wir haben dort nicht gute Erfahrungen gemacht, als 2015, 2016 die Flüchtlinge kamen, unter anderem aus Syrien. Da hat man uns auch einiges aufgebürdet. Das ist nicht so gut. Es gibt jetzt Zusagen, es gibt Zusagen vom Bund. Das sind aber alles erstmal politische Zusagen, die müssen natürlich umgesetzt werden. Insofern spielt das
Thema Finanzierung natürlich bei allen unterschiedlichen Facetten, die das hier mit sich bringt, eine Rolle. Es wird uns immer grundsätzlich zugesagt, ja, wir unterstützen das, wir sind uns der Verantwortung bewusst, wir wissen, dass wir das zu finanzieren haben. Abgerechnet wird zum Schluss, aber mit Verlaub, ich glaube auch die Landkreise und auch die Städte und Gemeinden stellen das natürlich angesichts der aktuellen Situation nicht in den Mittelpunkt, sondern jetzt geht es erstmal darum zu handeln und vor allen Dingen die Geflüchteten sollen davon gar nichts merken. Das ist zwischen den Ebenen zu bereden. Das Entscheidende ist jetzt, dass wir aufnahmefähig bleiben und alles so gut wie möglich organisieren. Und da stehen wir nun mal, gerade was Schule und Kita betrifft, am Anfang. Ja, wie sind Sie zufrieden natürlich als Bürgermeister von Wismar mit dem ehrenamtlichen Engagement natürlich auf der einen Seite? Und was kriegen Sie natürlich als Vorsitzender Städte- und Gemeindetages auch ein Stück weit reflektiert aus dem ganzen Land? Ist das überall gleich, dieses ehrenamtliche Engagement auch, dass diese Flüchtlingsbewegung ja auch trägt? Ja. Das wird von allen so widergespiegelt. Da sind wir wirklich sehr beeindruckt. Es kommt darauf an, da aber auch behilflich zu sein, zu koordinieren und auch möglichst dafür zu sorgen, dass Ehrenamt auch nicht überfordert wird. Also Ehrenamt heißt ja, ich mache das neben meinem zum Beispiel Hauptberuf oder so, wie es meine Kräfte dann auch wirklich zulassen. Insofern kommt es darauf an, dass insbesondere durch die Kreise und kreisfreien Städte da auch Ansprechpartner benannt werden und man sehr konkret miteinander abspricht, welche Erwartungen können erfüllt werden und welche nicht, wo muss Hauptamt dann vor allen Dingen handeln. Und diese Absprachen funktionieren auch zwischen Ehrenamt und Hauptamt? Also ich weiß, dass der Landkreis hier sich sehr bemüht hat und dass auch Namen und Personen benannt worden sind. Ich kann das jetzt nicht umfassend beantworten. Das ist besser, wenn das Ehrenamtliche sagen, aber ich weiß jedenfalls, dass diese Absprachen laufen. Ja, auch nochmal aufs Land bezogen. Es laufen ja jetzt Lockerungsbewegungen, was Corona anbelangt natürlich. Sind wir alle sehr froh darüber. Die Inzidenzzahlen gehen zurück ganz langsam. Und es wird ja wirklich jetzt 2G wird sozusagen teilweise sogar fallen gelassen. Es gibt Maskenpflicht, ist noch da in öffentlichen Gebäuden. Aber auch das weiß man nicht. Sind Sie zufrieden mit dem Land, was klare Regelungen anbelangt da? Oder gibt es hier noch Nachsteuerungsbedarf? Naja, also ich sage jetzt mal generell, ich glaube, sowohl die Landesebene als auch die Bundesebene müssen aufpassen, dass wir glaubwürdig bleiben. Wir haben strenge Regeln gehabt. Dafür hat es Gründe gegeben. Und ich glaube, man muss da auch eine Linie durchhalten. Soweit ich das jetzt verstanden habe, sind in der Tat einige Hürden gefallen, aber zum Beispiel die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen soll aufrechterhalten werden. Das halte ich auch für absolut richtig. Also es ist ja nicht vorbei. Also auch in meinem Umfeld, auch hier im dienstlichen Umfeld, treten immer wieder Erkrankungen auf. Auch aus dem Bekanntenkreis hört man das. Und insofern hat es manchmal den Anschein, als ob manch einer jetzt sagt, naja, ganz so vorsichtig müssen wir jetzt nicht mehr so sein, ist ja alles nicht so schlimm. Nee, also ich meine, Vorsicht ist nach wie vor ein Gebot, was eingehalten werden soll, immer abgeleitet aus der jeweiligen Situation. Ja, wir sind natürlich hier in der wunderschönen Stadt Wismar, auch nochmal für das ganze Land natürlich hier die Frage natürlich, warum man gerade jetzt über Ostern zum Beispiel auch nach Wismar kommen kann. Ist Wismar schon so weit geöffnet, dass man wirklich sagen kann, wir können Touristen, auch Kurzurlauber hier willkommen heißen, die Stadt brodelt ja schon wieder. Ja, also genau, das sieht man. Die Leute haben ja schon darüber abgestimmt. Also man kann es offensichtlich. Wir haben unsere kulturellen Einrichtungen geöffnet, immer nach den entsprechend geltenden Regeln. Sie werden auch in Anspruch genommen. Die Gastronomie macht ihre Angebote. Heute kann eingekauft werden, am Samstag ebenfalls. Es gibt besondere Osterangebote, gerade am Wochenende natürlich, am Ostersonntag, der Tierpark. Und das sind so die bekannten Angebote. Das steht alles zur Verfügung und wird ja auch in Anspruch genommen. Aber das Allerschönste ist ja eigentlich dann auch an das Meer zu fahren, ob nur hier im Wismarer Hafen oder auch an den Strand. Das wird ja alles in Anspruch genommen.
Herr Bayer, nochmal sozusagen ein Ostergruß vielleicht an die Wismarer Bürger und Bürgerinnen. Wie sieht es da aus? Was macht der Bürgermeister natürlich selber über Ostern? Und haben Sie selber eine Osterbotschaft? Ja, also erstmal die erste Frage. Ich bin zu Hause und meine Kinder werden kommen und ich werde diese Tage einfach genießen. Das Osterfest ist für mich auch ein wirklich besonderes Fest. Und da komme ich dann auch gleich gerne zu der Botschaft. Wir wissen, dass das Osterfest als christliches Fest ja den Hintergrund der Auferstehung hat, also dass der Tod überwunden wird. Und wenn ich das jetzt mal nicht religiös formuliere, dann sage ich, das ist ein Hoffnungsfest. Und auch in einer solchen Situation wie der jetzigen, wo einem wirklich manchmal ganz schön das Herz in die Hose rutscht. Und ich rede jetzt erstmal aus meiner Sicht, wie anders muss es noch gerade denjenigen gehen, die in der Ukraine leben oder auf die Flucht gehen mussten und hier als Geflüchtete jetzt angekommen sind, sage ich trotzdem, das ist die Botschaft von Ostern, so verstehe ich sie. Wir hoffen darauf und wissen, es wird irgendwie einen Ausweg geben und es muss einen Ausweg geben. Und mit dieser Hoffnung, glaube ich, können wir auch ein bisschen besser leben. Herr Bayer, vielen Dank für diese Worte. Liebe Zuschauer, dem können wir uns natürlich nur anschließen. Auch wir wünschen Ihnen natürlich frohe Ostern und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt auf Wismar TV Interview der Woche.